Und wen könnten wir jetzt? Wir müssen jetzt erstmal die machen, die wir platt machen können. Die machen wir mit dem Bogenschützen platt. Ja, gut, das ist so gut wie möglich. Hey, warum? Geht das jetzt nicht? Warum ist denn diese? Warum geht. Hä? Okay, ach, wir haben jetzt erst den Streitwagen. Okay. Gut, dann machen wir mit den Streitwagen das hier. Wer kriegt jetzt noch Befehle? Die Krieger, die machen. Welche Gruppe noch? Hier unten erstmal die Krieger. Okay, die darf ich mal nach oben latschen. Denn die Krieger. Was ist denn hier mit unseren Elefanten? Warum kriegen die denn keine Befehle mehr? So. Hä? Ach, hier hinten ist jetzt auch noch mal ein. Wäre. Okay, wir haben jetzt erstmal ein paar Krieger verloren anscheinend. Aber müssen wir jetzt mit leben. Erstmal hiermit weiterfahren. So. Ach los, wir müssen erstmal die, mit denen wir im Krieg sind, kalt machen. Bevor wir andere kalt machen. Wir dürfen den Krieg nämlich nicht verloren geltend machen. Oder so. So. Wir müssen gewinnen. Das ist die Devise. Alles andere wäre peinlich. So. Gehen wir erstmal nach da oben. Oh, noch Befehle. Der Speer hier unten. Kann dann ja auch mal in die Richtung wandern. Jetzt hätte ich schon nächste Runde geklickt aus Versehen. So. So ist ja nicht so viel Action. So, die könnten wir machen. Machen wir ganz in Ruhe die. Und heilen die. Und okay, dann. Wenn die ja halt platt. Und. Mit Elefanten braucht man halt immer Jahre, bis man irgendwo ist, ja. Probiere ich mit denen mal hier zu bleiben. Gegen die haben wir sogar eine Chance anscheinend. Was ist denn hier los? Hier oben ist auch nochmal so ein Lager. Ich hoffe mal, dass England die kriegt da rum. Dann haben wir ein Problem. Wenn das Lager hier unten weg ist, werden unsere Speer wahrscheinlich sterben. Aber dann ist das Lager da unten wenigstens erstmal weg. Ist ja schon mal gar nicht so schlecht. So, Victoria hier mal fragen, ob die irgendwas, schickt ja mal eine Delegation. Okay, die haben jetzt erstmal eine Handelsdelegation von uns bekommen. Abkommen aushandeln irgendwie? Nee. Das wird nix. Okay, erstmal eine Produktion wählen. Wir haben anscheinend wieder mal genau Bogenschützen hier unten fertig. So, dann machen wir jetzt mal. Ich mach mal Speerkämpfer. Gut, dann, hier sollen erstmal ein bisschen ruhen. Hier können wir weiterfahren. Auch noch Befehle hier.
bevor der Späher hier die ganze Zeit uns ausspäht. Die hier können befördert werden. So. Ihr könnt auch gern, wenn euch der Stream gefällt, gerne einen Follower da lassen. Müsst ihr natürlich nicht, aber könnt ihr machen. Gut, Bogenschützen. Die Frage, was lohnt sich? Ich würde nur sagen, das lohnt sich. Ist der Kackspeer da erstmal weg? So. Ich gehe jetzt mal aufs Wasser hier mit denen. Nächste Runde läuft und ich bin anscheinend dran. Zack, machen wir mal so. Wer braucht noch Befehle? Der oben, der braucht Befehle. Alter, ist gerade auch Kriegszeit hier. Ach, Kack. Unsere Galerie vernichtet anscheinend. Der Herr hat uns alle aus Eisen. Gut, wir haben jetzt Eisenwaren. Und die nächste Forschung, die wir machen können. Ich frag mal den Chat. Gib mal die Auswahl Maschinenbau, Steinmetzkunst und Mathematik. Die Auswahl gebe ich mal. Welche soll man nehmen? Frank, welche deiner Meinung nach? Erstmal Mathe, wa? Okay, ich trinke erstmal nochmal einen Schluck. So, da bin ich ja. Gut, dann werden wir Mathematik nehmen. Da können wir eine Produktion wählen für hier unten. Da nehmen wir natürlich schwere Streitwagen. Jetzt haben wir hier noch eine Produktion. Da wähle ich Da wähle ich Bogenschützen nochmal ganz normal. So, jetzt hier oben, die können abhauen mal am besten. Zack. Wer braucht noch Befehle? So, wer noch? Zack, die sollen einmal nach hier. So, dann werden erstmal die hier vernichtet. Steinmetz wegen Stadtmauern. Oh, siehst du, Frank, das haben wir nicht bedacht. Die Stadtmauern. Wie lange dauert? Ah, das hätte ja nur 5 Runden gedauert, im Gegensatz zu Mathe dauert 13. Also war das mehr oder weniger ein kleiner Fehler. Aber okay. Jetzt ist so. Aber wir sind ja eigentlich derzeit, lass die Galeere doch automatisch erkunden, die kann eh nur an der Küste rumtuckeln. Klick und Ender. Okay. Erstmal hier, zack. Kann man das? Ja, wir können es ändern. Steinmetzkunst. So, haben wir das geändert? Und die Galeere, die können wir jetzt, ja stimmt, die können wir automatisch umfahren lassen. Bei dem älteren Version konnte man das nicht. Was? Also bei 2 konnte man es, glaube ich, nicht mehr ändern. Die Forschung. Ja doch, man muss da einfach nur raufklicken und dann geht das ja anscheinend. Wie soll da bleiben? Was soll denn das? Warum soll ich ihn jetzt zurücknehmen? Mich bekloppt. So. Können wir hier noch raufgehen? Also es sind ja echt nicht mehr viel und die hier noch sind, die sind halt auch sehr geschwächt. Alter, ich will an denen nichts machen, verstehst du das denn nicht? Gut, nächste Runde. Ah, okay.
Aha, jetzt zieht Frankreich den Schwanz ein. Ah, okay. Also Frankreich hat jetzt nämlich ein kleines Angebot gemacht. Frieden schließen für 59 Münzen. Soll ich Frieden schließen So machen? wie aussieht. Soll ich Frieden schließen machen? Es war Gut. teuer, aber Dann machen wir Krieg Vorschlag klingt nicht annehmen. teuer. Danke. Auf Wiedersehen. So, die ist jetzt wieder mäßig glücklich. Na gut, dann machen die jetzt einen Rückzug. Dann ist jetzt Karthago noch ein Problem. Und eventuell noch hier unten Kairo. Aber sonst dürfte es keine Probleme geben. Dann sollen die Franzosen sich jetzt aber auch wirklich zurückziehen. So, ich würde aber mal sagen, ob die Franzosen sich zurückziehen oder nicht. Werden wir in der nächsten Folge sehen. Eventuell ist es fürs Let's Play jetzt hier direkt dran. Ach, ich bekomme die 59. Ich muss die nicht bezahlen, ich bekomme die. Okay. Okay, 6 Zuschauer sind gerade da. Erstmal danke, dass ihr da seid. Und ihr könnt gern noch schnell followern. Aber jetzt erstmal für die Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns in der nächsten Folge von Civilization wieder oder jetzt direkt hier dran. Ich weiß nicht, wie ich schneide. Also bis dann, haut rein. Tschüss. Tschü. Soll noch was sagen, Frank, vielleicht? Bye-bye. Tschüss. Danke. Ciao. So, da sind wir wieder. Ja, diesmal mal alleine und auch ohne, ja, und auch nicht im Stream. Liegt einfach daran, mir ist gerade aufgefallen, ich habe die ganze nächste Woche ja gar keine Zeit und muss deswegen noch ein bisschen aufnehmen und deswegen sitze ich jetzt hier und muss mich erstmal wieder in die Lage versetzen, was hier alles geschehen war. Ich habe eben mal ein paar Stunden Civilization 5 nochmal gespielt, online mit einem Kumpel, aber ja, jetzt bin ich halt wieder hier in Civilization 6. Ist vielleicht eine kleine Umgewöhnung. Ich weiß ja nicht so genau. Aber ich bin mir gerade relativ sicher, dass wir auf jeden Fall mit denen hier nicht mehr im Krieg sind, aber mit den Volk der Karthago, glaube ich, noch. Deswegen müssen wir hier mal gucken, aber so wie es derzeit aussieht, müssten wir die ja bekommen. Frankreich zieht sich ja jetzt hier zurück und ja, also Kairo. Hat zwar einen Krieg angekündigt, aber irgendwie sind ja noch nicht mal wirklich in unsere Richtung gewatschelt. Also, okay, wir machen erstmal vielleicht den. Ich will eigentlich nur dieses Feld hier besetzen. Aber okay, mal gucken. So, genau, das lilane Volk sind wir. Die Franzosen da unten sollten wir jetzt vielleicht nicht angreifen. Die haben uns ja gerade den Frieden geboten, aber wir können hier auf jeden Fall mal ein wenig schützen und Runde überspringen machen wir mal. Habe ich jetzt auch beim Üben sozusagen in Civilization 3 sehr schätzen gelernt, Runden zu überspringen. Nee, Civilization 5 habe ich ja jetzt mit einem Kollegen gespielt und also ist warte mal, hä? Hier ist so ein Angriff gerade, oder? Bewegt einfach mal nicht. Ah, Bogenschützen, das ist okay. Dann greifen die mal da. Ach, sagen wir da an. Ja, und wir haben halt online gespielt und online macht ja auch ultra Spaß. Ich hoffe mal, dass ich noch jemanden finde, der mit mir hier Civilization 6 online spielt. Aber naja, mal gucken, ob das was wird. Und irgendwie habe ich das Gefühl, haben wir mit Karthago auch Frieden geschlossen? Ich weiß ja nicht. Jo, los, ihr heilt euch auch mal hoch. Machen wir mal nächste Runde. Ich habe jetzt mit 2, 3 Tagen nicht gespielt, da bin ich ganz raus, aber na gut, jetzt sind die Grafikfehler wieder da, oder wie? Warum sind die wieder da? Die hatte ich doch eigentlich behoben.
Wie war denn das? Bei Shader war das, oder? Ich weiß nicht, einmal gucken. Ne, jetzt sind sie wieder raus, perfekt. Und ich habe jetzt auch meinen Tag-Nacht-Zyklus angemacht, weil ich denke, das könnte auch mal ganz hübsch werden. Und jetzt würde ich gerne wieder aufs Land eigentlich, aber okay. Nächste Einheit, die Befehle braucht, sind ihr, die Bogenschützen, und man muss die echt erstmal wieder reinfüllen, wenn man jetzt ein paar Tage nicht gespielt hat. Könnte anstrengend werden mit meinen Aufnahmezeiten, aber okay. Mal gucken, wird sich schon ergeben. Okay, ein Bautrupp. Können wir hier irgendwo einen Bautrupp bauen? Das wäre mir halt sehr lieb. Aber nein, hier dauert es noch 4 Runden, hier noch 3 und hier noch 8. Das heißt, nein, das wird nichts mehr. Okay, wir heilen die ja mal nochmal ein bisschen. Denn die Bogenschützen... Wir haben anscheinend echt Frieden mit denen geschlossen. Also gehört Karthago... Achso, ja, okay, Frankreich. Ja, okay, hätte ich das gewusst, hätte ich mich natürlich anders verhalten, denn, werden wir unsere Truppen vielleicht dann doch mal Richtung... Weiß gar nicht, das hier ist, genau, das ist, England. Ja gut, dann würde ich mal sagen, wir bewegen unsere Truppen langsam nach unten, um hier hinten, das Räuberlager und auf jeden Fall auch, Kairo, dann irgendwie mal ein wenig, probieren zu erledigen. Irgendwie mal ein bisschen in die Richtung watscheln. Hier unten. Ich komme auch echt nicht mehr aufs Land zurück, ja. Na gut, machen wir es so. Wird schon nicht schaden. Und dann werde ich mich mit denen mal nach da hinten bewegen und das Lager hier platt machen. Muss ja auch gemacht werden. So, und die... an Ort bewegen. Dann sagen wir einfach mal, der soll sich automatisch hierhin bewegen. Und hoffen wir mal, dass der das macht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, habe ich aber letztens im Stream den Tipp bekommen. Mensch, das kannst du mal machen, das soll angeblich funktionieren. Habe ich gesagt, mache ich in der nächsten Aufnahme und jetzt habe ich es gemacht. Okay, man merkt vor allen Dingen, mit dem Trupp bewegt sich das Murmeltier nur sehr langsam. Aber, na gut, weil die Elefanten, die sind jetzt auch relativ flink unterwegs. Aber bis die da unten sind, dauert es auch nochmal bestimmt mindestens 3,5 Jahre. Also, naja. Mal gucken. Straßenbau genau war nicht möglich. Wartet, ich muss ja Klick einmal raus. Temp. Sind wir drin? So, zack. Ah, alles geflackert. Sehr schön. Und wir sind 75 vor Christi. Das heißt, wir sind ja schon fast in the future. Also, dann kann es ja nicht mehr dauern. Und nicht zu vergessen, 114. Runde. Das ist ja auch schon eigentlich ganz ordentlich. So, hier Frankreich wollen wir nicht angreifen. Genau, die Bogenschützen können sich jetzt mal langsam nähren. Und mal gucken. Ganz langsam. Also bis wir da hinten sind, vergehen bestimmt noch 3-4 Runden. Wenn nicht sogar mehr. Mal gucken von den Blöcken her. Sind es, wenn ich... Okay, das ist eine andere Ansicht. Fand ich eigentlich auch ganz cool, ganz interessant, aber okay, zum Spielen ist die... Es ist halt eine sehr schöne Kartenansicht, aber zum Spielen halt komplett ungeeignet. Aber trotzdem finde ich, ist die eigentlich sehr schön. Aber wir können eine Nadel hinzufügen, wahrscheinlich, dass wir direkt irgendwo hinspringen können. Kartenoption, okay, das ist ein bisschen... Die Symbole finde ich auch ganz praktisch und das Gitter wurde mir empfohlen, soll mir auf jeden Fall anzeigen. Eine Linse können wir jetzt irgendwie noch... Okay, das ist hier ja Funktionsreichtum. Das ist ja wow.
So, wieder weg damit und einmal gucken, wie viele Blöcke sind es. 1, 2, 3, 4. Ja, gut, bis wir hinten sind. Gut, aber wir müssen ja sowieso erstmal den Trupp hier vorne erledigen. Ja, mal gucken. Wird schon. So, ich trinke nochmal einen Schluck.